sitzen einfach nur rum und warten darauf, dass sich die Sachen von selber klären. Hä? Ist da oben jemand? Oh! Das war jetzt super. Bams! 6 von 100 magischen Symbolen. Kann ich denn da... Ich kann dem nicht unter seine... Unter seinem... Ja. Es ist ja schon mal sehr interessant, dass, so zum Meer hin die Begrüßung mit einem Skelett ist. Warum macht man sowas? Ist das wieder aus religiösen Hintergründen entstanden? Oder wie kommt das? Ich weiß es nicht. Wir gucken mal hier. Da sind ein paar Säcke. Ich könnte hier auch mal tauchen, weißt du? Das machen wir mal. Ich weiß auch gar nicht. Das müsste ich vielleicht auch mal erforschen mit der Zeit. Ob die hier bei Enderal was unter Wasser gepackt haben. Aber ich glaube eigentlich nicht daran. Weil die haben sich so viel Mühe mit der Oberwelt gegeben. Man müsste wirklich mal härter durchgreifen. Okay, es hat geklappt. Ich will hier hoch. Es geht. So, dann haben wir hier noch Wissenschaft. Stand da Wissenschaft? Ne, da stand Wirtschaft. Irgendwas mit Handels... Irgendwas. Handelskontor stand da, glaube ich. Ey. Da ist eine Kiste. Truhe stehlen. Einzelteile, Fakten. Okay, ich brauch's nicht mitnehmen. Wegelose. Wegelose über. Guten Tag, der Herr. Habt ihr euch verlaufen? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber solange mich hier keiner rausschmeißt, muss ich ja hier nicht. Kann ich ja hier drin rumlaufen. Oh, schön. Oh, hier sind Groschen drin. Eigentlich müsste ich die mitnehmen. Was haben wir hier für Bücher? Der Pfad, Buch 6, Die Verlorenen. Vielleicht finde ich ja irgendwo mal Band 1. Enzyklopädie, Arcana, Magie-Teil. Das müsste 4 heißen. IV ist, glaube ich, 4 gewesen. So ist das eben. Hier ist eine Kiste. Hier ist eine Axt drin. Hier sind eigentlich so alles Werkzeuge. Oh, der Schlechter von Ark, Buch 2. Der Namenlose. Das nehme ich auch mit. Das darf ich sogar mitnehmen. Ist ja mal interessant, dass ich das mitnehmen darf, aber die anderen Bücher nicht. So, König Lüstern und die Bauernmarkt Devotia. Das klingt irgendwie ein bisschen merkwürdig. Kann ich das Schild nicht mitnehmen? Wenn ich mich nicht ganz täusche, ist das eins von den Elfen? Ein Elfenschild? Kann das sein? So hieß das, glaube ich, bei Skyrim und das war eigentlich sehr gut. Dieses Schild. Aber leider kann ich es nicht mitnehmen. Das würde ich nämlich tatsächlich mal klauen. Schreitet wohl. Jetzt kommt er sogar hoch, weil er Angst hat, dass ich ihm was klaue. Mann, Mann, Mann. Was denkt der, wer ich bin? Okay. Lebt wohl. Fischersweib. Aha, der hat aber einen tollen Namen. Gehen wir mal weiter. Hier hinein. Vielleicht gibt es ja hier noch... Eine schöne Lagerhalle. Hier ist ein bisschen Flussheimer Honigwein. Der könnte bestimmt gut schmecken. Hier läuft ein bisschen Wasser lang. Sorgt für so eine gewisse Atmosphäre, wie ich finde. Ah, ich erinnere mich, das ist ja der Eiskeller, der hier schon die eingebaute Kühlung hat. Wo ich mich frage... Wo gibt es bitte im Mittelalter, in Anführungszeichen, bitte schon Strom, sodass ich eine Kühlung betreiben kann? Aber wer weiß, vielleicht hat da irgendwie ein Magier irgendwie so ein... das ewige Eis beschworen oder so, keine Ahnung. Yippie! Und da ist der nächste. Also das nächste magische Symbol. Bams! 7 von 100. Ich frage mich ja, wie viel wir finden. Also alle werden wir definitiv nicht finden. Ich habe nämlich mal so geguckt. Also jetzt
ich sag mal so, online habe ich mich mal so durch ein paar Sachen durchgeforstet und es steht tatsächlich drinne, dass niemand ohne Hilfe alle Symbole finden würde, weil es sind einfach zu viele, weil die Enderal so riesig ist und die sind ja überall verstreut. Die können ja selbst irgendwo auf dem Dach oder so sein. Aber die sollen irgendwelche Geheimnisse auf jeden Fall zeigen oder beziehungsweise interessante Orte, wo man dann halt eine Belohnung kriegt, dass man das magische Symbol gefunden hat. Und da wird man manchmal mit einer Aussicht belohnt. Oh, was nicht noch alles. Ich weiß aber nicht, ob hier vielleicht noch irgendwo ein magisches Symbol ist. Das kann ja alles möglich sein. Ob man da wohl rein kann? Da kann man rein. Ob hier vielleicht was ist? Mal gucken. Nö. Hier kann ich auf jeden Fall schön... Oh, ich kann hier so richtig schön auf den Hafen gucken. Gefällt mir. Guten Tag. Ihnen auch nicht gut. Verzeih. Okay. Guten Tag. Okay. Der dreht sich nur, der redet aber nicht mit mir. Finde ich jetzt nicht so freundlich von ihm. Ich dachte gerade, da hinten ist so eine Riesenkrabbe. Also eine, diese Megakrabbe, die wir da gefunden haben. Die halt tot war. Genau, nicht gut. Verzeih. Na gut, dann wollen wir jetzt mal nach Ender rein. Und dann gehen wir mal zur Bank und gucken mal. Wir müssten eigentlich ein paar Zinsen gekriegt haben. Hm? Weil ja ein Tag rum ist. Und... wir müssen mal gucken, ob wir vielleicht schon das Haus kaufen können. Und das wäre wirklich gut, wenn wir das hätten. So konnte ich laufen. Ich suche. Einen Groschen mit am... bitte nur einen. Nö, jetzt nicht. So. Hm? Da ist das große Tor. Juhu! Ach, ich hätte doch einfach auf dem hier, wie heißt es denn jetzt? Wegweiser hätte ich doch eigentlich nur gebraucht. Naja, hier müsste einer stehen. Da ist einer. Was ich mich ja frage, wo es hier hingeht. Madame. Bierkeller. Schick. Die Musik wird nur gerade ein bisschen kurios. Groschen nicht mit. Ich nehme die mit. Wenn ich die mitnehmen darf, dann nehme ich sie natürlich mit. Da kann ich eine Tür öffnen. Ich speichere mal. Jetzt bin ich aber neugierig. Ich hoffe, mich entdeckt hier keiner. Sonst muss ich das mal irgendwann nachts machen. So Diebstähle. Bitte? Was machst du denn da drin? Schießen wir einfach mal mit dem Bogen. Da ist ja einfach mal eine Riesenratte. Glaubst du es denn? Wie lange waren hier keiner mehr drin? Oh, zwei Groschen. Ein grüner Apfel. Alter, was ist denn hier? Das ist ja hier ein richtiges Schlachthaus. Da sind Zettel. Da ist eine Axt. Ich könnte mir vorstellen, dass der Jäger hier irgendwie sein Gemetzel macht. Mal sehen, was ist da in der Truhe? 13 Groschen, hat sich also schon mal gelohnt. Dann haben wir auch gleich die Rattenhaut mit. Also, ich kann mir das eigentlich nur vorstellen, dass der Jäger hier sein Domizil hat. Wo der die Tiere ausnimmt. Na gut, was ist da in der Truhe? Grüner Apfel und eine Tomate. Ich nehme das jetzt einfach mal mit, weil... da ist noch eine Truhe. Oh, und Dietrich und... 10 Groschen. Ist hier noch irgendwo eine Kiste, die ich nicht gesehen habe. Ein Winkeleisen. Na gut. Das hat sich ja gelohnt. Ganz ehrlich. Und was ist das hier? Arkbrauerei. Da will ich jetzt aber nicht rein. Also, ich möchte jetzt hier nicht die ganze Zeit irgendwo Südviertel entdecken.
Ich möchte jetzt hier nicht die ganze Zeit irgendwo verbleiben. Beziehungsweise mich jetzt da durchforschen. Das müssen wir immer mal so nach und nach machen, finde ich. Weil sonst wird es nämlich irgendwann langweilig. Und dann höre ich das Schnarchen von euch bis hierher. Hört meine Worte, o regestreue Bewohner dieser heiligen Stadt. Viele der Euren werden es gehört haben. In Kyra herrscht Krieg. Eine Gruppe ehreloser Sünder, die sich mit dem Namen Jünger des Landes schmücken, hat in einem grenzenlosen Akt der Feigheit versucht, den Palast der goldenen Königin zu stürmen. Mensch. Somit haben sie nicht nur die Gnade der barmherzigen Königin mit Füßen getreten, sondern auch die des lichtgeborenen Saldrin, des Hüters der Schriften, des ewig Zeitlosen. In einem heroischen Akt wurde ihr feiges Attentat vereitelt. Aber zu sehr haben ihre falschen Worte und ihre Lügen bereits die Geister der Rückgratlosen verpestet. Krieg herrscht nun auf den Straßen Al-Rashims und tausende Unbeteiligte müssen ihr Leben lassen. Lasset uns also beten. Was? Männer und Frauen, Kinder und Greise, lasset uns beten für unsere Brüder und Schwestern über dem Roten Meer. Lasset uns beten für die goldene Königin. Okay, was passiert, wenn ich den anspreche? Nix. Okay, es gibt ein paar Verrückte. Der betet auf jeden Fall die Königin hier an. Mit Engelsflügeln. Es war gerade mal interessant, diesem Gespräch so ein bisschen zu lauschen. Was er da eigentlich gesagt hat. So, dann gehen wir jetzt mal hier rein. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie viel es kostet. Guten Tag. Hallo. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Schreitet wohl. Schreitet wohl. Wie kann euch Silrin und Freunde heute zu Diensten sein? Ich möchte mein Goldfach einsehen. Natürlich. Wir haben 8 Groschen dazu bekommen. Ne, wir bekommen 8 Groschen dazu immer. Okay. Wir haben 500 drauf. Ich bin an einem Anwesen interessiert. Natürlich. Hallo, ich möchte nichts einzahlen. Eine kluge Entscheidung. Ich hab doch... Hallo. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Ich finde das gut. Ich habe nichts eingezahlt und er sagt eine kluge Entscheidung. Ich glaube, er merkt selber, dass er eigentlich ein falsches Spiel spielt. Man sollte also einem Bankmenschen niemals vertrauen. Finde ich super. Anwesen. Natürlich. So, dann wollen wir jetzt mal gucken, wo das ist. Das müsste ja ziemlich weit unten sein, wenn ich mich noch richtig dran entsinne. Ach du Scheiße, ich mach das mal so. Da. Haus am Marktplatz, 1203. So, wenn ich mir das jetzt abhebe, wenn ich jetzt 300 Münzen abhebe, dann kann ich es mir leisten. Seid vorsichtig mit eurem Geld. Hier ist es sicher. Ich vergesse immer, wenn ich die Null hier drücke, dass das dann immer nicht funktioniert. So. Seid vorsichtig mit eurem Geld. Hier ist es sicher. Bei euch nicht. Na, danke. Natürlich. Ich glaube, der ist immer sehr angepisst, so wie das ja eine normale Bank auch ist. Deswegen nehmen sie ja Gebühren mittlerweile. Wenn sie das Geld auszahlen. So, hier. Kaufen. Wollt ihr euer Haus nennen? Wie nennen wir denn unser Haus? Sonnenreich. Ich nenne es einfach mal Sonnenreich. Ich weiß zwar nicht warum. Gestartet. Trautes Heim. Glück allein. Schreitet wohl. Und vergesst nicht, bei Silrin und Freunde ist euer Geld sicher. Glaubt mir, ich weiß, das würdest du mir immer zu sagen. So, dann will ich jetzt mal in das Haus latschen. Das müssen wir jetzt natürlich so nach und nach immer mehr einräumen. Hier ist es, oder? Haus Eichenblick? Hä? Welches war denn jetzt mein Haus? War das hier nicht in der Straße? Grüße. Bin ich jetzt... Hä?
Wo ist es denn? Trautesheim, Glück allein. Muss doch hier irgendwo stehen. Hä? Das gibt's hier gar nicht. Verlorene Herzen, schlechter fremder Horizont. Wo ist denn... Das ergibt doch alles keinen Sinn. Ich habe leider vergessen, welches Haus das war. War das hier nicht in der Straße? Ich bin mir doch so ziemlich sicher, dass das hier war. Malfas zum Gruß. Ihr seid Abenteurer, oder? Wart ihr schon mal auf Melee? Moment, ich muss mir mal kurz orientieren. Das hat mir mein Papa erzählt. Das muss hier sein. Ihr seid nicht von hier, oder? Ich habe gehört, wie da ist das Gildenhaus. Fremdländer. Eichenblick. Oh. Das nennt sich Willkommen im neuen Housing System. Um in den Baumodus zu kommen, werft ein platzierbares Objekt aus eurem Inventar ab oder drückt Activate. Lange, während ihr ein bereits platziertes Projekt anvisiert. Okay, das ist neu. Platzierbares Objekt aus eurem Inventar ab und drückt Activate. Lange, ja natürlich, das kenne ich ja nicht anders. Jetzt erzählt er mir irgendwas Neues. So, was habe ich hier? Hausnamen anpassen, nicht genügend Geld für die Einrichtung, Einrichtung auflösen. Nichts. So, jetzt sind wir hier im Haus. Leere Weinflaschen, natürlich. Können uns ja nichts anderes leisten. Und da könnte ich mich hinsetzen. Platzierbar. Hä? Modus wechseln. Ihr seid nur im Positioniermodus. Activate kurz drücken. Modus wechseln. Lange drücken, 2 Sekunden. Objekt aufheben, bewegen, positionieren. Stelle ich mir das mal hin? Am besten ist es ja, wenn man so ein bisschen Platz hat. Kurz drücken, Modus wechseln. Platzieren, lange drücken. Ah, ich kann das dann so drehen. Hä? Ich hab's doch lange gedrückt gerade. Lange drücken, Objekt platzieren. Ja, das habe ich doch. So, ich lasse es jetzt lange gedrückt. Ah, jetzt ist er da. Mal sehen. Okay, ich sitze ein bisschen sehr dicht. So was. Huch! Nein! Kann ich denn die Sachen auch nochmal nehmen? Ich glaube nicht. Okay, das war jetzt ein bisschen blöd von mir. Aber hey, wie spät ist es? 3.35 Uhr nachmittags. Naja gut, dann ist das jetzt halt so. Sichere Truhe. Amphore. Was passiert, wenn ich das hier jetzt mache? Kannst du... Was? Oh nein. Oh nein. Ich habe alles genommen. Oh. Na super, das wird jetzt natürlich erstmal... Oh, scheiße. Das darf nicht passieren, sowas. Okay. Wollen wir jetzt erstmal irgendwie... Weißt du was, ich mach das jetzt mal mit der Tastatur. Packen wir mal alles hier rein, was ich so habe.
Weil ich habe es jetzt nämlich geradewegs hingekriegt, dass ich hier wirklich alles aufgesammelt habe. Das übersteigt natürlich meine Kapazitäten. Oh, Grabschaufel brauche ich eigentlich noch. Libelle im Glas, die könnte ich eigentlich hier noch hinpacken. Mal packen wir erstmal das ganze Erz hier rein. Das könnte ich alles verkaufen, theoretisch. Das kommt hier rein. So, was habe ich denn hier noch? Abzeichen der Apothekari, alte Vagabundstiefel. Opala, voll gegens Mikro. Weil ich gerade nicht aufgepasst habe. Ich muss mal gerade Licht anmachen hier bei mir. So, das ist besser. Das kommt weg. Der Goldring, komm, packen wir hier rein. Kettenhandschuhe. Mehrere Ringe. Silberring. Verschlissene Robe, verstärkter Lederschild. Ah, so langsam werde ich leichter. Altes Schwert. Das Beil. Die packe ich hier mal rein. Eisendurch nehme ich mit. Die packe ich mal hier rein, weil die Axt, die brauche ich nicht unbedingt. Kalte Nacht packe ich hier rein. Die scharfe Axt bringt 5 und die Eisenaxt auch 5. Das heißt, packen wir die Eisenaxt weg und ich habe ja das andere Teil noch, die normale Axt. Stahlschwert nehme ich mit. Eisenschwert habe ich hier 2 Stück. Kann ich eigentlich mal hier reinpacken. Ich könnte sie auch verkaufen, davon mal ab. So. Ich habe hier so viele Tränke. Die könnte ich eigentlich alle hier reinschmeißen, tatsächlich. Mache ich aber nicht. Wein. Wir haben sehr viel Wein. Und dann habe ich hier diese ganzen Zutaten. Die Zutaten packe ich hier wirklich mal alle rein. Aus dem einfachen Grund, wir werden ja hier irgendwann Alchemietisch haben. Und dann kann ich diese Zutaten da rausnehmen und dann auch nochmal einlagern. Oh, kann ich das nicht gedrückt halten? So. Ich habe hier so viele Notizen. Die packen wir mal hier rein. Leeres Pergament. Was habe ich denn hier noch? Wünschelbrunnen Sonnenküste, den brauche ich noch. So, ein geografischer Überblick. Da habe ich 2 Bücher von. Einen müsste ich eigentlich mal verkaufen. Nachricht an den Finder. Hier, Mythen und Legenden der Aschewitwe. Das ist nämlich das, wo diese eine Quest hier entstanden ist. Das müssten wir uns eigentlich mal angucken. Enzyklopädia 2, Magie Teil 2. Wenn wir den ersten Teil haben, dann müssen wir... Und hier sieht man ja auch, wo ich mal reingeguckt habe. Oh, der Schlechter von Ark. Den habe ich doch gestohlen. Obwohl es gar nicht angezeigt... Na gut, packen wir das hier rein. Ich packe mal gerade alle Bücher hier irgendwie rein. Ahnenrufen. Den habe ich aber schon, sonst wäre da nicht das Auge drauf. Diese Zauberbücher könnte ich eigentlich verkaufen, tatsächlich. Das machen wir jetzt auch. Laufe ich jetzt eigentlich gerade mit Rüstung rum? Ja, ich laufe mit Rüstung rum. Oh, schon voll die Angst gekriegt gerade. So, wer kauft den Zauber von mir? Vielleicht die Jägerin hier. Grüße. Zeigt mir eure Waren. Ich bin mir sicher, ihr werdet etwas finden. Kann ich hier Zauberbücher verkaufen?
Ja. Gleißender Funke. Zauberbuch. Dann haben wir das hier noch. Das haben wir sogar zweimal. Über Flüsterbäume. So. Wie schwer ist denn das eigentlich mit der Witwe? Gnadalf muss sterben. Gesucht in Ark. Kunst des Kampfes. Ich suche es natürlich wieder, weil ich es nicht finde. Mythen und Legenden. Da. Aschewitwe. Wo muss ich denn da hin? Okay, das weiß keiner so richtig. Das steht bestimmt im Buch. Und das heißt, wir müssten uns das Buch tatsächlich mal angucken. Oh, Backe! Stellen wir uns mal hier in den Kamin. Jetzt möchte ich erst mal gucken, wie groß das Buch ist. Mythen und Legenden Band 3 ist das sogar. Oh. Das darf ich eigentlich noch gar nicht nehmen, das Buch. Ich brauche erstmal Mythen und Legenden Teil 1. Ja, man sollte Mythen auch richtig schreiben. Und ich habe da tatsächlich erstmal nur ein Buch. Das heißt also, wir müssen erstmal das erste Buch... Ich will das nämlich so schön nach der Reihenfolge machen. Deswegen lesen wir das jetzt noch nicht. Wir machen jetzt, wie gesagt, erstmal bei der Hauptquest weiter. Oh. Mainstream. So. Das heißt, den Myran für den Flug hinter Herzland benutzen. Dann werden wir das auch machen. Dann gehen wir jetzt hier also raus. Wo muss ich denn überhaupt hin? Da muss ich hin. Myranenturm im hinteren Herzland. Da muss ich also hin. So. Wo ist jetzt hier bitte ein Wegweiser? Ihr seid Abenteurer, oder? Ihr habt sicher jede Menge zu erzählen. Da, nee. Da ist wieder das schwarze Brett. Das leuchtet auch wieder. Ihr habt schon einen Kopfgeldauftrag angenommen. Es ist doch immer dasselbe mit diesen Männern. Da ist der Wegweiser. So, wir müssen jetzt quasi... Da ist der Myranenturm. Da müssen wir hin. Und dann wollen wir damit mal reisen. Ich bin mal gespannt, wie das ist. Habe ich noch nie gemacht. Das ist der Myranenturm, kann das sein? Nö. Wo ist denn der Turm hier? Ah, da geht auch ein Pfeil hin. Ich habe hier was gehört. Da oben, da sitzt er. Okay. Malfas zum Gruß. Dann lass uns doch mal da hochgehen. Madame. Das ist also ein Myrade. Guten Tag. Schreitet wohl, die Dame. Wohin soll's gehen? Könnt ihr mir etwas über diesen Myraden erzählen? Über Myraden? Was soll ich da groß erzählen? Es sind wunderschöne Tiere, majestätisch und wild. Und gefährlich, wenn man einem Ungezähmten begegnet. Oh oh. In der Zeit vor der Blutmondrevolte, also vor einer ganzen Weile, waren gezähmte Myraden wie meiner hier noch ein seltener Anblick. Aber mittlerweile sind sie zumindest hier auf Enderal ziemlich geläufig. Schade irgendwie. Wieso schade? Oh, ihr habt 10 Wissenspunkte gesammelt. Als Belohnung erhaltet ihr eine dauerhafte Steigerung eurer Fähigkeiten, die, je mehr Wissen ihr ansammelt, noch mächtiger werden kann. Ey, das ist ja super. Warum schade? Ach, das klingt vermutlich albern, aber manchmal sehne ich mich nach der Zeit, in der Großvater gelebt hat. Myradenwärter waren damals viel angesehener, erzählt er immer, und verkehrten mit Erhabenen und sogar Orden. Okay. Mittlerweile... Naja, ihr könnt's euch schon denken. Es ist eben zu was Gewöhnlichem geworden. Und ein Flug ist auch bei weitem nicht mehr so teuer wie früher. Aber was soll's.
Verstehe. Und wie genau funktioniert das Fliegen? Woher wissen die Myraden, wohin sie fliegen sollen? Myraden verständigen sich über Schnalzlaute. Kaum hörbar für einen Menschen. Ich als Wärter, der Berylo hier beispielsweise schon seit er ein Küken ist, kennt, kann sie aber wahrnehmen. Und mit ihnen sage ich ihm dann das Ziel eurer Reise, wenn es an den Abflug geht. Das gilt natürlich nur für Strecken, die er auch kennt. Neue müssten wir erstmal gute 100 Mal abfliegen, bevor er den genauen Weg alleine findet. Hoppala. 25 Groschen, ich möchte mit dem Myraden fliegen. Sicher doch. Wohin soll ich euch bringen? So, dann wollen wir doch mal gucken. Hinteres Herzland. Juhu! So, jetzt sind wir geflogen. Das ist ja wie in jedem, ich sag mal, Zelda Scrolls-Teil, wo es die Schnellreisefunktion gibt, wenn man was bezahlt. Myraden-Turm im hinteren Herzland entdeckt. Und wir haben sogar Erfahrungspunkte bekommen, weil wir das nämlich jetzt optional benutzt haben. Ah ja, da ist ja auch wieder einer. Na du? Guten Tag. Hallo. Schreitet wohl. Die hat natürlich einen sehr, sehr tollen Job. Die muss sich da einfach nur hinstellen und warten, bis ein Kunde kommt, der damit fliegen möchte. Und hier ist nix. Super. Wo bin ich jetzt hier überhaupt? Ich bin jetzt hier oben drauf. Und ich muss ein bisschen runter und da hinten gibt's irgendwas. Oh Mann. Ich sehe schon, Enderal, du kleines, verfluchtes Spiel. Oh, jetzt gehe ich hoch. Also in die falsche Richtung. Ich muss hier lang. Weil es gibt hier einfach viel zu viel zu entdecken. Ich höre was. Na toll. Warum muss da ein Bär sein? Ach so, bestimmt, weil hier die Bienen wieder sind. So, der hat 3 Groschen verschluckt. Wir kriegen sogar einen Pelz und wir kriegen eine Bärenklaue. Boah, was ist hier los? Nehmen wir mal alles mit. Das ist hier ein Gebrumme. Finde ich aber irgendwie schön. Oh. Geht's denn hier hin? Ich will nur mal gucken. Wow. Ist das da hinten Ark? Es könnte tatsächlich sein. Nee, das ist nicht Ark. Das ist irgendwas anderes. Irgendeine andere Stadt, die wir noch nicht kennen. So, jetzt muss ich hier... Irgendwie muss ich da hin. Ich gehe jetzt hier einfach mal runter. Hier gibt es einen Pfad. Wieder mal so ein schöner Wasserfall. Sehr schön. Oh, hier war irgendwie ein Specht gerade. Das ist gerade ein Klopfen hören. Mal sehen, was es hier gibt. Wow! Aldrischegrad entdeckt. Oder wie auch immer das sich gerade ausspricht. Ich habe das bestimmt gerade total falsch gesagt, aber ist mir gerade egal. Mal gucken. Oh, ich kann da tatsächlich hochlaufen. Nicht dein Ernst. Hier ist ein Hebel? Alt-Reschengrad. Benötigt Schlüssel. Unterer Bereich. Ne, hier würde ich mit dem hier würde ich runterfahren. Wie geil ist das denn? Blitzheilung, Rang 1. Bauplan Jagdbogen, Bauplan Lederschild, kleiner Seelenstein und eine Säge. Nee. Ich will mal eben gerade den Zauber haben. Da, was haben wir denn da?
Heilt euch um 25 Punkte Lebensenergie, heilt euch blitzartig, aber verschlimmert Arkanistenfieber. Das ist irgendwie komischerweise immer so, wenn wir uns heilen. Das kann ich nicht bewegen. Der Lift bewegt sich nicht. Das heißt also, bevor ich hier reinfahren kann, da müssen wir bestimmt hin. Huch, jetzt bin ich erstmal falsch gelaufen. Müssen wir erstmal da in diese Höhle. Entweder wir kommen da wieder raus. Das kann ja auch alles sein. Oder was auch immer. Wir werden es erfahren. Viel Spaß in Altreschengrad. Ja, aber wie es da drinnen weitergeht, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Das ist ein sehr gemeiner Cut, ich weiß. Aber es muss manchmal sein, um die Spannung etwas aufzubauen. Ich sehe schon den Kommentar. Wie kannst du nur? Oh, ich kann, du siehst, ich kann.